So, herzlich willkommen wieder zu einer Folge und wir gehen wieder auf einen See. Diesmal habe ich schon was erblickt. Wir haben vorhin auch schon einen Blick gemacht, aber nicht sehr erfolgreich. Jetzt haben wir hier wieder zwei. Aber wieder für einen. Was eins da? Ich muss auch sagen, Silver Weeks, die sehen ziemlich offen. Ich gar nicht mehr gewohnt jetzt, seit meinen letzten zwei Karten. Also New England war bis jetzt wirklich die schlechteste Karte, das war die vorletzte. Also schlechteste Karte. Ist halt so dicht bewachsen alles. So selten, das ist wirklich schwer zu bejagen. Okay. Und jetzt Australien ist ganz gut, aber du hast halt auch, weißt du, Dschungel dabei. Australien halt. Ist auf dichtes das Dings. Neben dem Gewässer und bei der Savanne hast du sowieso hohes Buschzeug rund ums Wasser meistens. Wie schön offen eigentlich. Gut. Mhm. 236 bis 323 Meter. Auf der Flucht, Flucht. was? Warnruf? Dumm an den Schafen ist halt, wenn die im Schilf stehen, siehst du sie nicht. Oh, schwer. Mhm. Stimmt. Weil da links steht auf jeden Fall eins. Da rechts stehen drei oder vier sogar. Und da hinten ist das Dick und Schaf, was flieht. Zwei, drei gleich. Ah ja. Geht halt genau in die Richtung. Hätten wir uns, glaube ich, eh nicht bemerkt. Ah ja, da sind jetzt die Schafe, sind, Alter, das sieht meine Uhr nicht. Ich sehe jetzt gar nicht so, wenn ich ehrlich bin. Oh, jetzt habe ich ganz bewegt gesehen. Aber auch irgendwie. Da flüchten welche. Genau wo dieser eine Busch und dieser ganz kleine Baum ist, genau da, genau dort im Schilf stehen zwar. Genau. Und links. Und oberhalb sind die aufgescheuchten. Genau, und links in dem Viertel steht. Hallo. Warum stehen die sich ans Schilf? Ah, ich Ah, sehe da oh, was, aber ich ja, kann es nicht markieren. jetzt habe ich es auch gerade gesehen. Hat sich gerade bewegt im Schilf. Man kann es aber nicht markieren. Mann, im Schilf kannst du es nicht markieren. Der Schuss ist euch. Wenn man es da nicht sieht. Die rechts gehen raus, aber gerade aus dem Schilf. Ich habe eins markiert. Oder? Hatte ich irgendwie gehört. Dann ist aber noch da. Also, okay, jetzt ist er auch weg. Eines ist noch da. Alter. Und zwar rechts ans links. Das eine, was markiert ist, könnte ich schießen. Ganz kurz. Ja, würde gehen. Ah, jetzt läuft's. Das ist Da Arsch. steht aber noch eins im Schilf. Siehst du das? Das würde auch gehen. So, das steht ganz unten. Du wirst es nicht sehen von dir aus. Warte mal.
Was da meinst? Okay, das könnte ich schießen. Warte. Ah, jetzt sehe ich es wieder nicht mehr. Ja, wäre auch soweit. Ich sehe es jetzt nicht mehr. Ich sehe jetzt halt nicht, wie es steht. Ah, das eine sehe ich gut. Das da. Das auf sich. Ach so. Wenn du mir sagst, wo das andere steht, dann kann ich es von meiner. Ich sehe schon das andere. Ich könnte das andere nehmen. Alter, wo ist das jetzt hin wieder? Okay, jetzt habe ich es verloren. Ich sehe das andere nicht mehr. Hingang mit dem Schilf, oder? Anscheinend, ja. Ich habe nur auf Waffe gewechselt und nicht mehr gesehen. Ah, ich sehe es. Wenn du das andere hast, muss man sagen, welches du irgendwann nimmst. Weiß ich auch nicht mehr, wo die anderen sind. Das sehe ich zum Beispiel. Das eine sehe ich jetzt geradeaus von uns. Das könnte ich schießen geradeaus. Das bei den hohen Bäumen. Welches jetzt? Du musst es markieren, weil sonst weiß ich nicht, welches. Links oder das rechte? Das rechte. Okay. So, Ich kann da das bist du. linke. Wo ist denn jetzt wieder da? Ich kann es nicht markieren, aber. Mit dem Fernrohr. Ja, mit dem kannst du eh nicht, das musst du skillen. Nein, mit Fernrohr meine ich. Okay, mit dem Zielfernrohr sehe ich es jetzt nicht. Das ist zu weit weg für mich. Eins musst du jetzt nehmen, oder sonst geh weg. Okay, ich probiere es rechte, weil das andere sehe ich nicht. Das ist auch zu weit unten. Also ich würde dir generell empfehlen, immer eine höhere Position dann zu nehmen. Okay. Das ist Da auf bin dein ich ja Zeichen dann. noch weiter weg. Ah ja, da sehe ich's. Stimmt, da sehe ich's besser. Okay, geht. Schaut nicht gut aus. Habe ich auf jeden Fall drauf. Nicht so gut. Haben verloren. Blutfleck sieht man keinen. War bei mir schon. Eins liegt. Meins ist weggelaufen. Ich weiß halt nicht, ob ich es getroffen habe. Ich schau mal rüber. Okay, ah, man kann anscheinend nicht schwimmen. Nein, schwimmen kann man nicht.
Okay, das heißt, muss ich irgendwo unten mit dir. Nein, ich glaube, die Distanzen sind zu groß für mein Gewehr. Da musst du näher ran. Ein sechser Maultierhirsch auf der Flucht. Na, ich bräuchte was, wo ich näher ran kann. Du kannst ihn näher ran. Ja, also ich habe perfekt getroffen. Wirklicher Treffer. Und wäre vielleicht auch. Über Reach kannst du auch nah ran, aber. An Leighton Lake wäre so, das ist so die eine von den zwei Standardkarten, also von den Anfängerkarten. Ich glaube halt, da kommst du auch gut ran und hast auch gute Sicht und so. Gut, andere habe ich eh noch nicht eigentlich. Ja, hier fällt noch so. Das ist die, was wir am Anfang immer gespielt Ah, okay. haben. Mit den Feldern und so würde auch gehen, aber ist halt wieder dichter bewachsen. Wenn ich den zweiten Schuss gar nicht mehr brauche. Der erste hat gereicht. Liebe Leute. Ne, ich habe nichts offen. Leider, leider. Ich muss kurz mal schauen, ob die Penny nicht etwas zerlegt, was nicht ihr gehört. Komische Geräusche. So, dann waren wir schon auf der nächsten See. Jetzt auch. Hier. Schilf zu erkennen hat. So, Dale, was haben wir denn da? Wie gesagt, den Fanggeber kriegen wir schon hin. Wenn wir in Leighton wahrscheinlich spielen, sage ich jetzt einmal. Auch einfacher. Aber
So, sorry. Ist wirklich wie ein kleines Kind, Alter. Also, ich glaube, nächstes Mal wäre Layton. Oder in Australien, wo ich gerade spiele. Mhm. Die einfache. Okay. Das Blöde jetzt zusätzlich an der Karte ist halt, dass ich nicht einmal selber Ahnung habe, wo was ist, weil ich selber nichts aufgedeckt habe. Also. Mhm. Und ich war jetzt bei zwei Seen zum Beispiel und da waren nur Weibchen jetzt vom Maultierhirsch. So kenne ich dann schon ungefähr, wo was ist. Oh ja, ein Conker. Auf der Flucht, kriegen wir noch einen. War ein Versuch einmal. Aber gut, dann beenden wir die Folge hier. Ich glaube, nächstes Mal sehen wir uns dann eh wieder in Australien. Bis dann. Macht's gut. Haut rein.